Hallo zusammen, eine neue Woche, das gleiche Oberteil. Ich habe das gleiche wie gestern an, weil ich war gestern mit meiner Freundin essen und es war sehr nett. Und wir hatten viel Spaß, haben gut gegessen. Das geht ja gut los, da war direkt der Akku leer. Also ich wollte sagen, wir hatten viel Spaß und haben gut gegessen. Und ich kann nicht so laut reden, denn es ist inzwischen 22:45, aber die Mädels schlafen noch. Um 12 wird Linda abgeholt, weil ich dachte, ach komm, bis um 12 sind die Dicke wach, haben auch gefrühstückt. Ja, wie gesagt, jetzt ist es 22:45, ich habe noch nicht mal mit dem Frühstück angefangen. Jetzt werde ich mir gleich mal eine normale Hose anziehen. Ich habe immer noch meine Pyjama-Hose an. Und dann bin ich am Überlegen, ich wollte noch mal zu Adler mir eine Jogginghose kaufen, weil die letzte Jogginghose war so schön, also so eine richtige Homehose, habe ich mal erklärt, den Begriff. Und dann hatte ich die bestellt online, aber das ist gar nicht die Hose, die ich mal im Laden gekauft habe. Und jetzt wollte ich nochmal direkt zu Adler, ich habe auch so einen Geburtstagsgutschein bekommen, und gucken, ob sie die Hose vielleicht nochmal da haben. Und daneben ist ja der Chinese. Und anstatt zu frühstücken, habe ich gedacht, gehen wir da dann vielleicht direkt zum Mittagessen hin. Also wie gesagt, wenn die Mädels dann mal langsam aus dem Knick kommen, das war so mein Plan. Ich muss gleich mal gucken, wie der überhaupt aufhat. Ja, und ich denke, wenn Hanna das möchte, dann würden wir das machen. Vielleicht hat sie aber auch gar keinen Appetit. Mal gucken. Ja, ansonsten, es ist Samstagvormittag. Ich sitze gerade dabei, euch das Video für morgen zu schneiden. Und hatte euch ja versprochen, dass wir den Staubsauger für die Tiere mal ausprobieren. Und ich denke, das werde ich nachher direkt mal machen. Deswegen habe ich auch mein Oberteil von gestern an. Für den Fall, dass ich, nicht für den Fall, sondern ganz sicher, weil ich mich einhaaren werde. Und dann kann das nämlich in die Wäsche. So. Und ich glaube, jetzt werde ich mal gucken, weil Linda muss ich ja auch noch fertig machen, bevor ihre Oma sie abholen kommt, dass sie, ja, dann startklar ist, ne? Na gut, so. Ich warte gerade auf Hanna. Wir wollen nämlich jetzt zum Hautarzt, denn sie hat hier so eine komische, ich denke, es ist eine Warze. Es war aber nicht immer eine Warze. Sie hat da nie eine gehabt. Sie hatte, glaube ich, so einen kleinen Pickel. Dann hat sie den aufgekratzt oder wie auch immer und jetzt ist da plötzlich wie so eine Warze. Und ja, deswegen haben wir jetzt gleich da einen Termin mehr oder weniger beim Hautarzt und wollen einmal abklären lassen, ob das tatsächlich eine Warze ist oder was ist das. Ja, und mein Wochenende war jetzt dann doch nicht so wie geplant. Ich hatte ja gesagt, dass ich Samstag noch zu Adler will und dann gedacht habe, dass ich mit Hanna zum Chinesen gehe. Das war so der ursprüngliche Plan. Aber als Hanna dann endlich irgendwann mal wach war und Linda weg war, da hatte sie gar keinen Bock auf Chinesisch. Und ja, dann hatte ich auch keine Lust, zu Adler zu fahren. Und das war eigentlich auch ganz gut, denn kurze Zeit später schrieb mir dann Matthias, der war eigentlich mit seinem Sohn bei seiner Mutter. Ja, der hatte eine Panne quasi und das Auto war dann nicht, ja, weiterfahrbereit. Heißt das so? Ist das ein Wort? Weiterfahrbereit? Also der Pannendienst hat das Auto quasi mitgenommen. Und ja, dann habe ich ihn bei seiner Mama abgeholt mit seinem Sohn und dann sind wir nach Hamburg reingefahren, da wo sein Auto stand, nämlich bei der Arbeit, weil das andere halt ein Firmenwagen war. Und da war dann aber auch nicht viel mit losfahren, weil die Bremse festgefroren war. Da musste er dann nochmal den Pannendienst rufen. Also der Samstag war dann irgendwie, ja, ziemlich schnell. Das ist der Räumdienst. Der streut hier gerade vor meiner Nase. Der Samstag war dann ziemlich, ja, war dann irgendwie einfach, da war dann nicht mehr viel mit irgendwas machen. Und abends hatte ich dann... Da steht einer, total beschissen. Aber der Trecker stellt sich gerade auch so ein bisschen an, weil das ging mit dem Umdrehen. Aber davon abgesehen steht da auch einer vor der Feuerwehrzufahrt. Und ja, deswegen konnte der Trecker oder der Bagger, ein Bagger war das, eher nicht richtig umdrehen. Jetzt kommt sie hier neben mich bestimmt. Ist das eine Frau, Mann, keine Ahnung.
ja, vor der Feuerwehrzufahrt sollte man noch nicht unbedingt stehen. Auf jeden Fall, ja, hatte sich dann der Samstag relativ, ja, zügig erledigt. Ich bin dann noch zu Penny gegangen, weil ich noch ein, zwei Sachen brauchte. Und mehr habe ich dann am Samstag nicht mehr gemacht. Und dann wollte ich das Sonntag machen, aber irgendwie war dann Sonntag so ein, ja, so ein Sonntag halt, ne? So ein Gammelsonntag. Achso, ich bin dann Samstagabend noch in die Wanne, genau. Und dann war der Sonntag, war so ein Gammelsonntag. Und ja, ihr hattet ein, zwei Fragen gestellt. Und ich will nur mal auf auch ein, zwei Sachen eingehen. Also die eine Frage war, wo ich ihn kennengelernt habe. Online. Wo soll ich sonst jemanden kennenlernen? Wo lernt man heutzutage jemanden kennen? Ich bin niemand, der jetzt irgendwie ausgeht, in die Disco geht. Wann sollte ich das machen? Und habe ich auch gar keinen Bock zu. Das war auch noch nie meins. Das wird wahrscheinlich auch nie meins sein, auszugehen. Dementsprechend habe ich nur die Chance, jemanden ja beim Tanken oder beim Einkaufen kennenzulernen. Und das passiert mir ja nicht. Von daher war das online und tatsächlich schon eine ganze Weile her. Und da komme ich dann direkt auf die nächste Frage. Ja, ich bin getrennt. Seit Ende 2019 bin ich schon von Heiko getrennt. Also Ende 2019, dementsprechend, guck mal, wir haben jetzt 2024, ne? Ob er mal mit vor die Kamera kommt und sich vorstellt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe ihn noch nicht gefragt. Vielleicht. Tatsächlich irgendwann mal. Keine Ahnung, wir werden sehen. Wir werden sehen, was die Zeit bringt. Und irgendjemand lässt hier den Motor laufen. Ja, mir ist auch kalt. Es ist kalt. So, was gibt's bei euch Neues? Irgendwas? Ich werde versuchen, ich muss mal gucken, ob ich dieses Video dann das Wochenende drauf hochlade. Denn ich möchte ja eigentlich euch tatsächlich dieses Wochenende gerne den Staubsauger mal zeigen. Ich habe bisher nur die Bedienungsanleitung ausgepackt, um mir die mal durchzulesen, aber das ist im Prinzip selbsterklärend. Also solange ich den Kater damit nicht einsaug, sollte das eigentlich alles ganz gut klappen. Und damit kann man, ich dachte ja, das wäre tatsächlich nur fürs Tier, aber nee, da ist auch ein Aufsatz dabei, dass man zum Beispiel Bett, Couch, was auch immer absaugen kann. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ihr werdet ja sehen, in welcher Reihenfolge die Videos dann online kommen. Und mit Hanna das Frage-Antwort-Video muss ich auch noch filmen. Hätten wir natürlich super gestern machen können auf den Sonntag. Aber wie gesagt, ich hatte da nicht so richtig Lust zu. Und sie hat sich heute Morgen beim Bäcker ein Franzbrötchen ausgesucht. Und ich habe noch gesagt, das schmeckt aber nicht so gut wie das von Penny. Und sie sagte, nee, das macht nichts. Und ja, sie hatte sich auch noch zusätzlich ein belegtes Brötchen ausgesucht. Und das hat sie dann auch mit reingenommen. Und ich sag, was hier mit dem Franz? Nee, das für nachher. Ich sag, okay, ja, von daher steckt das hier noch. Ja. Na gut, jetzt packe ich euch mal weg. Und hoffe, was sagt die Uhr? Ja, ein paar Minuten muss ich noch warten, dass der Zwerg bald kommt. Wir kommen jetzt gerade vom Hautarzt und es ist eine Warze und ich sollte was raufschmieren und dann geht das weg. Und um das Video abzuschließen, meine jetzt hoffentlich letzte Glossybox ist gekommen und ich dachte, die machen wir jetzt zusammen nochmal auf. Es ist inzwischen Donnerstag, also schon fast wieder Wochenende, also nicht Wochenende, sondern Wochenende. Und ja, ich denke, es kommt definitiv nächsten Sonntag die Hi Fluffy. Die Schermaschine für die Katzen, weil das schaffe ich. Ich habe das zeitlich einfach nicht geschafft diese Woche. Und da habe ich mir gedacht, ich habe ja sowieso schon genug gesammelt. Dann machen wir jetzt noch die Glossybox zusammen auf. Die üblichen Kärtchen. Mal gucken, ob die an die letzte anknüpfen kann, die ja sehr gut war. Schwarz. Ja, mit Gewalt. Oh, oh. Daily Hair Wrap Towel. Ach, wie cool. Aber das kann man öfter als einmal benutzen, ne? Also ein Turban quasi. Ich denke mal, es gibt ja auch so Handtücher, die sind extra dafür da, dass die Haare schneller trocknen. Ich weiß nicht, ob das so eins ist. Alter. Keine Ahnung. Ja, aber auf jeden Fall ein Handtuch.
Ja, ist jetzt nicht ganz so viel drin, aber auf jeden Fall eine Maske. So ein Doppelding von Schemens. Feuchtigkeitsmaske. Das kommt sehr gut an. Das Handtuch kann ich auch gut gebrauchen. Dann haben wir hier ein Pröbchen von Peter Thomas Roth. Eine Gurkengelmaske. Ja. Das ist, ja, keine Ahnung, kannst bestimmt einmal mit einer Maske machen, denn viel mehr ist das ja. Also zweite Maske. Dann haben wir hier, was ist das? Basic Skin. Ja, das ist bestimmt ein Lippenpeeling. Ich muss gleich nochmal... Nicht in den Mund nehmen! Nein. Na, nochmal, hier auf der Rückseite steht was. Erdbeer Lip Scrub. Ja, ein... Hast du das im Mund? Fluffy. Hast du es im Mund? Hast du es runtergeschluckt? Nee, hast du nicht. Gut. Also sag mal. So, also ein Lip Scrub. Dann haben wir eine... Cool. Eine Express Repair Kur von Glisskur. Oh, 7 Sekunden. Wirkt wie eine 5-Minuten-Kur in nur 7 Sekunden. Es ist auf jeden Fall auch eine Originalgröße. Und ein Lipgloss in Matt, der mir farblich sehr, 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 sehr gefällt. Ich habe jetzt bloß gerade kein, wie heißt das Ding? Spiegel. Ach, guck mal, ich habe ja mein Handy. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber ich finde den ganz schön, muss ich sagen. Ja, ist okay, die Box. Also die reißt mich jetzt nicht vom Hocker, aber ich kann mit allem etwas anfangen. Es ist nichts, wo ich jetzt denke, voll der Mist. Das ist überhaupt nicht der Fall, aber ich muss sie jetzt auch nicht weiter haben, weil das, dann gebe ich die Kohle. Ich glaube, die war jetzt regulär tatsächlich 17 Euro oder so. Ich will nichts Falsches sagen, aber so um den Dreh, vielleicht auch ein bisschen weniger. Und da gebe ich meine 17 Euro tatsächlich lieber irgendwie anderweitig für Dinge aus, die ich mir tatsächlich selber aussuche. Und ja, also es ist natürlich auch mal cool, so eine Überraschung zu haben, ne? Und euch das zu zeigen. Aber nee, da muss ich jetzt, wie gesagt, keine Kohle für raushauen. Vielleicht zwischendurch immer mal. Ne, wenn es irgendwie ein cooles Angebot gibt oder so, dann würde ich das vielleicht machen. Aber so für den regulären Preis ist mir das definitiv zu teuer. So. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, Woche, wann auch immer ihr das seht. Und freue mich auf das nächste Video mit euch. Tschüss!